Freunde, willkommen zurück hier bei Kirby Space Program. Und ja, ich hatte ja die letzte Folge ein bisschen, ich nenne es mal unkonventionell beendet und hatte dann leichte Schwierigkeiten, dann offscreen dann rauszufinden, woran es lag. Und es war tatsächlich so, dass wir den einen Wegpunkt, der zum Contract hier von wegen zu der Rettung von Lieutenant Dan dazugehörte, dass wir den gar nicht erreicht hatten oder beziehungsweise der nicht gecancelt wurde oder als nicht erreicht dann galt. Und dann habe ich das eben noch kurz erledigt, bin nochmal hin und zurück und habe quasi dann hier die Runde beendet. Ja, und was machen wir denn heute Feines? Was steht denn noch so auf dem Plan? Wir müssen einen Sechssitzer bauen. Und wir müssen Kick-Off Space Tourism machen. Das heißt, was haben wir denn hier? Eine Rettung, ne? Ne, help Tito Kerman to visit space. Ja. Sollten wir doch hinkriegen, oder? Warte mal, was wollte er? Langsam. Er will Periapsis above 75.000. 4 Stunden will er im All bleiben. Okay. Piloten. Er will einen Zusatzsitz haben und wir sollen einen Orbit machen. Ja, dann gucken wir doch mal. Sollte ja eigentlich nicht so die Schwierigkeit sein. Was haben wir denn so im Angebot? Machen wir es mal anders. Wir machen dieses, wir machen dieses. Wir können auch andere Dinge machen. So. Oh ja, wir können. Wir können. Ja, das machen wir auch. Wir brauchen ein kleines Shuttle, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Haben wir. Ablatoren. Ja. Radiator. War nicht so rum. Ja. Dann müssen wir ein paar Batterien mitnehmen, aber prinzipiell sollte das doch keine Schwierigkeit sein. Nicht da mal so dran zu setzen. So. Ist doch gar nicht so doof. Das machen wir. Kaufen wir mal. Das war wirklich klein. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied? Age. Ach so. Ah, guck mal, die sind dann nach außen. Ah, das wollen wir nicht. Wir wollen das so. Das macht doch mal hier. Jo. So. Schupp. Ja, ein bisschen unkonventionell, aber meine Güte. Wir machen dann mal Folgendes. Nu. Das könnte was geben hier. Dann haben wir hier eine kleine Service Bay, machen wir dann dran. Wo ist sie? Na. So. Open. Ich packe meine Service Bay und ich nehme mit ein bisschen Life Support. Brauchen wir. Ja, könnte man.
Supplies. Warum will er die? Aha, jetzt will er sie doch da oben dran setzen. Naja, ein bisschen mittig kann es ja schon sein, ne? So, ist schon fast gut, würde ich einfach sagen. Ja. Jetzt sitzt es zumindest in der Mitte, das ist schon mal viel wert. Jetzt kann das auch wieder rausziehen hier, dass es nicht zugeklippt ist. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt machen wir hier noch ein paar Batterien rein. Komm her. Batterie. Zack. Das reicht auch schon. Close. Close. So. Gott, oh Gott. Na, jetzt kommt da noch ein kleiner Tank hinten dran. Tank, Tank, Tank. So. Schon fast zu viel, ne? So. Wenn ich jetzt mal Center of Lift und Center of Mass dazu nehme. Hier. Achso, ah, guck mal. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ich meine, das wird reichen, ja. Das ist zu viel. Viel zu groß. So. Das müssten wir gleich mal Probe fliegen hier, das Gerät. Sieht eigentlich recht vielversprechend aus. So, wenn es dann nach vorne wandert, kommen hier noch zwei Fallschirme dran. So, nämlich. Machen wir hier hinten noch irgendwas drauf? Eigentlich nicht, ne? Hehe. Ja, jetzt hier eben kurz mal. Wir nennen es einfach Mini-Shuttle. Speichern das Ganze mal. Wir machen jetzt. Die Kappler. Und wie war das denn? Oh Gott, wie habe ich das denn in einer anderen Serie gemacht? Du. Das war doch ähnlich, ne? Oh, wir brauchen eine. Ah, scheiße, wir können keine Action Groups belegen. Ich drehe am Rad. So, dann machen wir die noch ran. Ja. So, dann. Engine brauchen wir die hier. Wir brauchen. Hier. Aber da würde ich doch sagen, die ziehen wir ein Stück runter und ich wieder hoch. Nein, ich bin zu klein. Und
Das ist fast gut. Passt aber noch. Naja, stehen die Buße ein Stückchen unten raus. Das macht jetzt aber erstmal gar nichts. Und wir brauchen Utility. Wir haben den noch nicht freigeschaltet. Sehe ich das richtig? Das ist ja jetzt blöd. Aber was hat eben so? Ist dann halt so. Dann kommt hier noch ein Käppchen oben drauf. So. Gut, gehen wir mal eben durch. Wir brauchen die ganz zum Schluss zum Landen. Wir brauchen das und das. Ein paar Strutz wären noch gut. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Und du gehst da noch hin. So. Oh, gar nicht mal so doof. Nein, 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 nein. Struktural. Wir haben keine Struts. Verdammt. Da muss das erstmal so gehen. Ach du lieber Himmel. Ja. Probieren, ne? Würde ich einfach mal so sagen. Ja, wie schief gehen kann's nicht. Keine Passagiere, danke. Na, Vollgas brauchen wir nicht, glaube ich. So. Viel zu schnell unterwegs. Booster brennen noch ein bisschen. Kann sein, dass wir hier noch einen Tank dazwischen klemmen müssen. Das macht jetzt aber erstmal nichts. Da habe ich wieder gepennt hier. Ja, das ist doch zum Mäusemelken. Ah, das kriegen wir nicht mehr gefangen. Wobei. So wird das nüchte. Nochmal. War auch fast zu schön. Ja, da habe ich die falsche Taste gedrückt hier. Keine Passagiere, danke. Oh, kann man auslassen. Das ist noch ein bisschen wenig Treibstoff hier in der Stufe. Das ist. Oder könnte zum Problem werden. Ich versuche mal besser zu machen jetzt bei dem Versuch hier. So, gleich brennen die aus. So, dann können wir hier auch schon mal Richtung Prograde gehen. Das sieht doch schon mal besser aus jetzt. Auch wenn wir noch viel, viel, viel zu schnell sind. Langsam beschleunigen reicht völlig aus. Ich gehe dann lieber nochmal mit dem Speed ein bisschen runter. Ich mache jetzt auch einfach mal. Ah, Solar Panels werden auch noch. So, die machen wir mal an.
Wie lange haben wir denn hier noch Sprit drin? Nein. Zack, das war mal. Das sieht alles gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Jetzt wird aber schnell zu flach hier. Zumindest hat es den Anschein. Ja, könnte gut gehen. So, wir haben zumindest schon mal 80 Kilometer erreicht. Das ist schon mal gut an Höhe. Ja, so, eben schnell hier zirkulieren. So, und auf Kurs gehen. Was sagt denn hier unser Time to Note? 17. Echt? Nur so wenig? Wir haben noch ein Staging zwischendurch, ne? So ist es ja nicht. Ich bin mir nicht sicher. Burntime 14 Sekunden. Nein. 24,6. Tja, wem vertraue ich jetzt? Ich würde ja tatsächlich hier auf Kerbal Engineer vertrauen. Und gehen nochmal Gas hier. Fällt das Staging jetzt hier noch mit rein? Oder reicht das? Das ist die Frage. Ich glaube, ne, ganz knapp. Ach, herrje. Ja, finde den Fehler, ne? Hui. Ja, es bringt einfach gar nichts. Wie hoch ist unsere Periapsis? 7000 Meter. Na gut, wir waren mal kurz hier. Können wir mal gucken, wie es mit dem Wiedereintritt aussieht hier. So. Wir halten das gute Stück einfach mal kurz über. So, auf 10 Grad, 20 Grad Anstellwinkel. Gucken wir mal, wie es denn auf die Wiedereintrittshitze dann reagiert. Radiator laufen. Könnte sogar noch einen dritten anbringen. Hier hinten drauf wäre vielleicht ganz cool. Kann ich mal Funzel an. Willst du nicht, okay. Grad bitte halten, danke. Ich will nur vermeiden, dass halt hier die Spitze zu heiß wird. Und ansonsten würde ich einfach sagen, das war ein recht erfolgreicher erster Test. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Ist schon sehr warm hier. Holy shit. Es wird echt ganz schön warm.
die. Das Cockpit, ne? Oh. Ja, das ist irgendwie regulieren hier. Das interessiert den einfach alles hier gar nicht. Boah, fuck, ich brauche mehr Angriffsfläche. Oder mehr Abstreiflächen. Das geht so nicht hier. Oh. Oder doch? Na, zu euphorisch bin ich jetzt schon wieder hier. Das ist nicht gut. Ziehen wir wieder hoch in die Nase. Hoch mit der Nase. Na, komm, hoch mit dir. Ah, sehr schön. Damit kann ich doch fast leben hier. Ja. So, irgendwie die Landung hier hinkriegen. Jetzt wird die ganze Bude warm. Und die Radiatoren arbeiten an der Belastungsgrenze. Jetzt müssen wir nur noch das Problem im Griff kriegen, dass ich diesen Tank hier auf jeden Fall wieder auffülle. Ansonsten. Oh. Zu stark abgebremst hier. Jetzt fängt es an zu trudeln. Das macht aber fast gar nichts. Ach, guck mal. Batterie ist alle. Dann dreht er durch. Holen wir die mal raus, machen dich wieder aus. Oh, komm hier, fang dich mal wieder. Oh Mann, ey. Die können wir vielleicht noch drehen. Und ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu schnell. Dass wir uns nicht mit der Nase zuerst in die Erde hier bohren. Aber aktuell sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir setzen dich mal hinten rein. Weil, falls es doch kaputt gehen sollte. Haben wir zumindest noch die Chance, dass wir den Piloten retten können hier. Wenn alle Stricke reißen, mache ich halt noch einen Fallschirm mehr dran. Das ist mir dann eigentlich auch egal. Aber guckt mal hier, alles dufte. Das finde ich doch schon mal gar nicht so verkehrt gelaufen. Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen und da würde ich doch einfach vorschlagen, machen wir dann in der nächsten Folge mit weiter. Bis dahin, Freunde, macht es gut. Ciao, ciao.